Herzlich willkommen bei Helmholtz Munich. Der Jahresübergang von 2022 auf 2023 ist ein perfekter Moment für einen kurzen Rückblick. Wir alle bei Helmholtz Munich arbeiten Tag für Tag daran, bahnbrechende Innovationen für eine gesündere Gesellschaft zu entdecken. Wir wollen sowohl Präzisionsmedizin verbessern, als auch neue Lösungen für personalisierte Prävention schaffen, sodass bestimmte Erkrankungen gar nicht erst auftreten. Unser Fokus liegt auf umweltbedingten Erkrankungen. Dazu gehören insbesondere Adipositas, Diabetes, Allergien, Asthma, Lungenerkrankungen wie Covid und seine Spätfolgen, aber auch die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels. Dabei befinden wir uns in einem Wettlauf mit der Zeit. Deshalb beschleunigen wir unsere biomedizinische Forschung mit modernsten Methoden der künstlichen Intelligenz, des Bioengineering und anderen Schlüsseltechnologien. Allein das letzte Jahr hat gezeigt, dass unsere unermüdliche Arbeit große Erfolge verzeichnet. Ein besonders schönes Beispiel sind die neuesten Forschungsergebnisse von Annette Ziegler und ihrem Team. Sie haben an einem Medikament mitgearbeitet, das vor wenigen Wochen zugelassen wurde. Damit kommen wir dem Ziel einer Welt ohne Typ-1-Diabetes wieder einen Schritt näher. Eine Spritze gegen schweres Übergewicht und Typ-2-Diabetes hat in diesem Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Mit den sogenannten Polyagonisten, die von Wissenschaftlern unseres Forschungszentrums entdeckt wurden, ist zum ersten Mal ein Medikament zugelassen, das eine Gewichtsabnahme bewirken kann, die einem Magen-Bypass gleichkommt. Langfristig wollen wir weg von einer Reparaturmedizin und hin zu einer personalisierten Prävention. Darum untersuchen Forschungsgruppen bei Helmholtz Munich beispielsweise auch die molekularen Grundlagen unserer Ernährung. So gelang es Forschenden um Manuel Spannagel in diesem Jahr erstmals, nach dem Weizengenom das gesamte Erbgut von Hafer zu entschlüsseln. Diese Ergebnisse erweitern das Wissen über Ernährung und können es beispielsweise ermöglichen, allergen- und glutenreduzierte Lebensmittel zu entwickeln und ultimativ Krankheiten vorzubeugen. Besonders wertvoll sind natürlich Forschungsergebnisse, die neue Möglichkeiten für schwere Erkrankungen aufzeigen, bei denen es bisher noch kaum Therapien gibt. So haben Reinhard Zeidler und sein Team eine neue antikörperbasierte Behandlungsmethode entwickelt, die die Chance bietet, aggressive Gehirntumore, die sogenannten Glioblastome, effektiver zu bekämpfen. Zudem ist bei Helmholtz Munich in Zusammenarbeit mit Sirion Biotech eine Technologie entstanden, die für die Entwicklung einer Gentherapie gegen Beta-Thalassämie verwendet wurde. Die Erbkrankheit Beta-Thalassämie verursacht eine Blutarmut, die in schweren Fällen regelmäßige Bluttransfusionen notwendig macht. Das neue Produkt behebt den ursächlichen Gendefekt und ist 2022 in den USA zugelassen worden. Abschließend möchte ich noch auf zwei weitere Beispiele aus diesem Jahr zur Impfstoffforschung hinweisen. Helmholtz Munich und das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung entwickeln derzeit unter der Leitung von Wolfgang Hammerschmidt einen Impfstoff gegen das Epstein-Barr-Virus. Dieses Virus ist der Auslöser des Pfeifferschen Drüsenfiebers und ist an der Entstehung von Multipler Sklerose beteiligt. Parallel arbeitet ein Forscherteam um Ulrike Protzer derzeit an einem therapeutischen Impfstoff, der eine Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus ausheilen soll und Folgeerkrankungen verhindern kann. Dieser Impfstoff steht kurz vor der klinischen Erprobung. Alle diese und viele weitere Durchbrüche für eine gesündere Zukunft sind ein Erfolg unseres gesamten Zentrums und unserer jahrzehntelangen exzellenten Forschungsprogramme, zahlreichen Kooperationen und der unermüdlichen Unterstützung durch unsere Core-Facilities, unsere engagierten Fachkräfte in der Verwaltung und im Management. Bei unserem Tun leitet uns alle zusammen das Motto Discovering Future Health. Wir
Das sind über 2500 Kolleginnen und Kollegen aus über 80 Nationen, die sich dieser gewaltigen Herausforderung seit vielen Jahren stellen. Dafür mein herzlicher Dank an alle Mitarbeitenden, unsere Zuwendungsgeber, unsere Kooperationspartner und Unterstützer am Standort, in Europa und weltweit. Seien Sie mit uns gespannt, welche bahnbrechenden Entdeckungen uns in 2023 gelingen werden.